wundern, ihr Lieben. Ja, da bin ich wieder und ich bin top gelaunt. Und ihr fragt euch, wieso, Jasmin, das ist November, das ist gar nicht dein Monat. Ich bin top gelaunt, weil ich meinen Winterurlaub gebucht habe. Und wenn ich weiß, dass ich zumindest für eine kurze Zeit mal, für 10 Tage, 2 Wochen irgendwie aus dieser kalten, nassen Deutschland rauskomme, dann geht's mir gut. Ich fliege nach Thailand, auch keine Überraschung, mache ich, glaube ich, fast jedes Jahr. Ansonsten machen wir mal woanders als Thailand. In letzter Zeit? Nee, eigentlich immer Thailand. Du hast da viele Flüge hin, du kommst tatsächlich auch noch preiswerter, in Anführungsstrichen, obwohl Fliegen, finde ich, oder Reisen an sich so teuer geworden ist. Aber da findest du noch ein paar Sachen, die man vertreten kann. Also, ich werde euch auf jeden Fall per Instagram berichten, wie es in Thailand ist. So, heute machen wir, wen wundert das, es ist die Black Friday Woche und ich mache auch ein Black Friday Video. Ich werde aber gucken, dass ich jetzt nicht, ich habe mir letztes Video nochmal angeguckt, beziehungsweise vom letzten Jahr. Meine Güte, da hatte ich irgendwie 9 verschiedene Sachen drin. Das war ein bisschen overwhelming. Ich versuche mich kurz zu fassen und mich auf die zu konzentrieren, die wirklich ganz, ganz tolle Angebote haben. Mädels, es ist Sonntag. Es ist Mina-Time. Wir nehmen uns ein Käffchen. Los geht's. Wir fangen an mit einem Label, was für mich ungelogen die Entdeckung des Jahres ist. Und zwar ist das Epigenics. Epigenics ist ein Label, was auf dem Gebiet der Longevity, das sagt ganz viel nichts, forscht. Es ist im Prinzip die Langlebigkeitsforschung. Sie forschen vor allen Dingen, was das Altern betrifft. Und da rede ich nicht nur über die sichtbaren Zeichen der Alterung, also die Haut und na, die Haare, die Nägel, sowas, sondern vor allen Dingen auch, was die Zellen betrifft. Also das, was wir nicht sehen, das Innere. Wie degenerieren die Zellen? Wie kann man das aufhalten? Und das ist vor allen Dingen interessant, weil ab einem gewissen Zeitpunkt geht es uns ja nicht mehr nur darum, irgendwie top auszusehen, sondern da kommen diese ganzen kognitiven Fähigkeiten, die nachlassen. Da kommen so schlimme Sachen wie Demenz und Alzheimer und so. Und das hat ja alles was damit zu tun, dass deine Zellen abgestorben sind. Und wenn du das eben verhindern kannst oder aufhalten kannst oder zumindest den Zeitpunkt hinauszögern kannst, dann ist uns ja schon ganz, ganz viel von der Lebensqualität geschenkt worden. Und deshalb ist das etwas, ich bin sicher, wenn ihr bei mir ein bisschen länger auf dem Kanal seid, habt ihr auch verstanden, dass das etwas ist, was mich fasziniert, von dem ich ganz fest davon überzeugt bin, dass das die Zukunft ist, nicht nur was die Nahrungsergänzungsmittel betrifft, sondern eben auch, wie wir unseren eigenen Körper betrachten und wo wir unser Hauptaugenmerk drauf legen werden, nämlich unsere Zellen möglichst zu schützen, zu unterstützen bei der Zellregeneration. Ich bin auf sie aufmerksam geworden durch das andere Produkt, das ist das Cell Boost. Das gibt es für Frauen. Muss man hier hin zeigen. Das gibt es für Frauen und das gibt es für Männer, weil da unterschiedliche Bedürfnisse, sag ich mal, sind. Und das ist ein Produkt, was eben genau dieser Tatsache Rechnung trägt. Wie können wir unsere Zellen schützen? Wie können wir sie unterstützen bei der Regeneration? Und das ist wirklich ein ganz tolles Produkt, habe ich euch in Gänze aber schon mal vorgestellt. Was ich euch heute noch mal ans Herz legen möchte, ist mein anderes Lieblingsprodukt. Und zwar ist das Schlafgutprodukt von Epigenics. Und es ist das, soweit ich weiß, einzige Produkt auf dem Markt, was sowohl Ashwagandha hat, als auch Baldrian, als auch Melatonin. Melatonin mit 1 Milligramm, das ist wirklich eine gute Dosis. Ich war immer auf der Suche. Ich habe lange Zeit Schlaftabletten genommen, muss man sagen, weil ich einfach... Ja, ich glaube, es hat ein bisschen mit der Ankunft der Kinder zu tun. Ab dann war mein Schlaf sowieso unregelmäßig. Man nennt übrigens den Schlaf, habe ich letztens irgendwann gelesen, von Müttern, also von Frauen, die Mütter geworden sind, nennt man Ammenschlaf. Das fand ich ganz süß, weil du nie wieder richtig tief schläfst, weil das von der Evolution so gewollt ist, dass die Mutter natürlich immer aufpassen muss, dass es ihren Kindern gut geht. Und du musst hören, wenn das Kind ruft, ob es irgendwie Hunger hat, Hilfe braucht oder so. Das heißt, die Natur hat es eigentlich so vorgesehen, dass wir nicht mehr so richtig tief schlafen. Aber es ist unglaublich wichtig, dass du gut schläfst. Ich habe euch das schon mal gesagt, dass es auch Erhebung darüber gibt, dass tatsächlich es einen Zusammenhang gibt zwischen den Erkrankungen wie Alzheimer, Demenz, also all diese kognitiven Fähigkeiten, die nachlassen und alle diese kognitiven Erkrankungen, gibt es einen Zusammenhang zwischen einem Patienten, der über längere Zeit eine mangelnde Schlafqualität hat und eben dem Eintritt dieser Erkrankung. Es ist okay, wenn du mal eine schlechte Nacht hast und nur 5-6 Stunden schläfst, aber du solltest 7-8 Stunden schlafen. Ich habe sogar gehört, dass Frauen noch länger, also eine Stunde mehr brauchen.
Was auch wahrscheinlich erklärt, warum sie einfach schlauer sind als Männer, weil sie mehr Schlaf bekommen. Aber es ist unglaublich wichtig, und ich sage das immer wieder, wie wichtig guter Schlaf ist und eine gute Schlafqualität. Also wie gesagt, wollte ich etwas, was eben natürlich hilft und keine Schlaftabletten ist. Weil bei den Schlaftabletten schaltet es ja im Prinzip mein... Ich möchte ja mit allem, was ich nehme, auch an Nahrungsergänzungsmitteln, möchte ich ja etwas, was meinen Körper unterstützt. Ich möchte nicht, dass es irgendwelche Funktionen meines Körpers ausschaltet. Und was ich möchte... ist ja, dass das Melatonin, was ein Hormon ist, zur richtigen Zeit bei mir einsetzt, damit es mich schläfrig macht. Der Melatoninspiegel soll steigen und der Cortisolspiegel soll sinken. Das ist das, was mich ja am Morgen fit und macht. Das Problem ist, wenn du eine Schlaftablette nimmst, dann schläfst du vielleicht, aber dann am nächsten Morgen, wo dein Cortisol-Level wieder hoch sein soll und dein Melatonin-Level niedrig, funktioniert das auch nicht, sodass ich dann wieder was nehmen musste oder 25 Kaffee, um überhaupt in die Gänge zu kommen. Und das ist ja nicht Sinn der Veranstaltung für mich. Von daher habe ich etwas gesucht, was meinen natürlichen Schlaf-Wachrhythmus unterstützt. Und damit bist du mit diesen natürlichen Ingredienzen wie Ashwagandha, Baldrian und Melatonin total gut bedient, weil das sind diejenigen, die deinen Hormonhaushalt grundsätzlich, also gerade Ashwagandha, die Schlafbeere ist dafür bekannt, hormonausgleichend im Körper zu wirken. Und das Melatonin hilft dir eben beim Ein- und Durchschlafen, aber das hält jetzt auch nicht 12 Stunden, sondern am nächsten Morgen, wenn du aufstehst, bist du dann fit. So, aktuell gibt es, und wenn einer wirklich verstanden hat, wie Black Friday funktioniert, dann ist es Epigenics. Es gibt aktuell auf der kompletten Seite 20%. Aber es gibt auch eine Schlaf-Challenge. Das bedeutet, wenn du an dieser Schlaf- oder Schlafgut-Challenge, wenn du daran teilnehmen möchtest und ein Bundle von 3 Monate, 6 Monate oder 12 Monate bestellst, gibt es dazu auch noch ein Schlafgut-Buch. Das hat einen Wert von 10 Euro oder so. Und da hast du auch noch mal ganz viele Tipps und Tricks zum Thema Einschlafen und Durchschlafen. Du wirst ein paar neue Erkenntnisse gewinnen, weil da wirklich ein paar detaillierte Informationen drin sind. Ich glaube, es gibt auch noch ab einem Einkaufswert von 90 Euro, gibt sogar noch eine Schlafmaske dazu. Und jetzt kommt das Tollste. Zu den 20% bekommt ihr mit meinem Code auch noch mal 10%. Das heißt, ihr im besten Fall habt ihr 30% gespart, ihr bekommt ein Buch dazu, ihr bekommt eine Seidenschlafmaske und das, Freunde, nenne ich wirklich Black Friday. Ich liebe Epigenics, guckt euch alle anderen Produkte an. Das, wovon ich gerade gesprochen habe mit diesem Bundle, gilt übrigens nicht nur für die Schlafgut-Challenge, sondern auch für Zellboost, What I Love. Und sie haben ja auch noch das Kollagenprodukt. Schaut euch das auf deren Seite an. Das gilt nicht für lange, ne? Black Friday ist nicht für ewig. Also, kommen wir zum nächsten. Immer dasselbe. Spätestens beim zweiten Produkt ist mir so warm, weil ich mich schon so in Fahrt geredet habe, dass mir warm ist. Also, als nächstes haben wir Stylevana und mit Stylevana habe ich den höchsten Code dieses Videos. Ihr habt sage und schreibe 27% auf alles ab einem Mindestbestellwert von 39 Euro. Und sagen wir mal so, wenn ihr... Also das wäre wirklich bescheuert, wenn man das jetzt nicht machen würde. Ihr bekommt auch 12% Rabatt, wenn ohne Mindestbestellwert. Aber es gibt so viele tolle Produkte bei Stylevana. Also jetzt nicht nur die 2 oder 3, die ich euch heute vorstelle, sondern das ist wirklich eine Seite, wo du alles bekommst. Zum Thema koreanische Kosmetik, zum Thema japanische Kosmetik, mein geliebtes Hada Labo. Ein so riesenbreites Feld, wo ihr alles bekommt. Die haben auch noch Klamotten, glaube ich, da habe ich aber noch nicht geguckt. Aber ich liebe sie wirklich, was eben die asiatische Kosmetik betrifft. Und ich habe ein Produkt entdeckt, was ich auch von Social Media, ich meine, ich scrolle ja so viel durch, weil ich mich natürlich auch schlau machen möchte, was sind die Trends in Korea, die irgendwann zu uns rüber schwappen, habe ich ja auch gesehen, als ich in Seoul war, dass das, was da groß ist, erst 6 Monate später bei uns in Europa irgendwie ankommt. Und eine Sache habe ich gesehen, wo ich noch gedacht habe, ja, was soll ich damit? Ich habe ja eher trockene Haut. Das ist ja scheinbar was für Leute, die ölige Haut haben. Das ist natürlich totaler Quatsch. Ich habe super fettige Haut in der T-Zone, aber an allen anderen Gebieten ist meine Haut tatsächlich sehr trocken. Aber hier, und das merke ich auch immer wieder, oder hier, ne, das ist das Erste, wo ich, und je älter ich werde, desto mehr wird das übrigens, desto, da bin ich wirklich ölig. Also deshalb habe ich das folgende Produkt. Das ist von Skin 1004, ist das Madagascar Centella Moisturizing Quick Clay Stick Mask. Und das sieht so aus. Es sieht tatsächlich süß. Also ich mag die Verpackung, ich mag diesen super kleinen Stick.
Bei mir kannst du ja, wenn etwas toll verpackt ist, ne, dann stehe ich ja darauf. Egal manchmal, wie der Inhalt ist. Geht leider auch für Männer, bin ich schon oft drauf reingefallen. Also, das ist die Verpackung, ganz klein, ganz handlich. Aber dieser Stick ist eben eine Maske, eine Schlammmaske oder Tonerde vielmehr. Und was super convenient ist, also super praktisch, weil du eben das so rausnimmst. Und ich habe es einmal mitlaufen lassen. Ich muss euch das einklicken. Manchmal weiß ich nicht, weil ich mache das bei mir hier ohne groß Licht und so, wie das nachher aussieht. Aber wenn es einigermaßen hell genug war, dann lasse ich es mitlaufen. Es ist so toll, weil ich mir das auf meine T-Zone eben mache. Und hier, der Hersteller sagt, 2 bis 3 Minuten einziehen lassen. Auch wenn du ein bisschen weiter scrollst, steht da aber auch 10 bis 15 Minuten maximal. Ich habe das 10 Minuten gemacht und es ist wirklich so, wenn ich danach mein Make-up aufgetragen habe und ich weiß ja, weil ich, als ich das erste Mal benutzt habe, habe ich die Dior Backstage Foundation, die ich heute übrigens auch nochmal drauf habe, habe ich den Tag vorher drauf gemacht. Und ich weiß ja, ab wann ich irgendwie anfange, in der T-Zone zu glänzen. Das heißt, ich habe einen wirklich guten Referenzwert. Da habe ich mir das angeguckt, nachdem ich diesen Stick gemacht habe und habe gedacht, das ist ja Wahnsinn. Es war nicht nur weniger, es war nichts. Und zwar, bis ich abends abgeschminkt habe, habe ich noch gedacht, okay, da sieht man jetzt, ne, hier gerade in dieser Palmenregion, sag ich mal, da hat man dann langsam angefangen zu sehen, dass es ölig wurde. Aber Freunde, normalerweise ist das nach 3 Stunden spätestens bei mir der Fall, nachdem ich mich geschminkt habe. Das bedeutet, für Leute, die im ganzen Gesicht wirklich ölige Haut haben. Und das habe ich nämlich eben bei der Recherche gemerkt, dass die gesagt haben, das ist so toll, weil es wirklich für ein paar Stunden komplett deine Sebum- und Talgproduktion reguliert. Warum? Also was ist da drin? Ich glaube, wir haben 5 verschiedene Arten von Tonerde. Wir haben weiße Tonerde, das ist ganz reich an Mineralstoffen, Magnesium, Calcium, Eisen. Dann haben wir die Kaolinerde, die habe ich ja schon mal vorgestellt, weil die auch ganz besonders beliebt ist bei Dr. Jetzke Ulti. Das ist die, die dem Ganzen diese etwas rosane Farbe gibt. Und die ist dafür bekannt, dass sie eben den Talg und das Sebum absorbiert. Und das ist dieser Soforteffekt, den du siehst. Es hilft aber auch noch, abgestorbene Hautschüppchen von der Haut zu entfernen. Es reinigt wirklich tief in der Haut. Das ist wirklich so ein Poren Cleaner, der wirklich ganz tief in die Haut gehen kann und dort diese überschüssige Fett und Talg und so weiter rausholt. Das erklärt, warum es den Soforteffekt hat, aber eben auch noch ein bisschen anhält, weil nicht so viel Talg und Sebum hinterherkommt. Und du hast eben auch das Gefühl, dass es optisch dadurch so ein bisschen die Poren verfeinert. Ich zeige euch das mal. Die meisten Leute haben gesagt, ich glaube 87% aller Leute haben wirklich gesagt, ich habe einen deutlichen Rückgang meiner fettigen Haut, meines Sebums, meines Talgs bemerkt. Ein ganz, ganz tolles Produkt, super klein, praktisch überall mit hinzunehmen und für mich perfekt, bevor ich mich schminke. Und wenn ich auf Veranstaltungen gehe, habe ich ja mal gesagt, mag ich so ungerne irgendwie Puder und alles mitnehmen. Ich schminke mich einmal und dann war es das. Und wenn du dann eben gewährleisten kannst, dass du nicht nach 2 Stunden aussiehst wie so ein fettiges Schweinchen auf der Stirn, umso besser. So, und das nächste Produkt ist auch von einer Marke, die ich liebe, und zwar ist das von VT. VT Cosmetics, da habe ich euch mal die Riddle Shots vorgestellt. Das ist das, ich sage mal, das Produkt des Jahres. Also nicht nur in Korea, sondern weltweit. Das sind dieses Microneedling in a Bottle, hat man mal gesagt. Ich habe euch das auch schon vorgestellt. Ich klicke euch das nochmal ein. Ein tolles, effektives Produkt. Und das ist im Prinzip etwas, was ich immer mal wieder gelesen habe, was in Kombination mit den V-Riddle Shots ganz toll sein soll. Und zwar ist das PDRN Essence for Elasticity and Wrinkle Care. Was ist, und das ist das Interessante, PDRN, Polydeoxyribon, Nukleotide. Das ist im Prinzip ein DNA-Fragment, was aus Lachse gewonnen wird, um noch spezieller zu werden, aus dem Sperma der Lachse. Das ist kein Scherz. Es gibt wirklich ganze Kosmetiksalons, die schwören darauf, das ist im Moment der neueste, heißeste Scheiß. Kosmetiksalons, die wirklich das auch injizieren, also diese Lachs-DNA aus Sperma gewonnen. Ich hatte sofort, als ich das recherchiert und gelesen habe, komische Bilder im Kopf, wie man das bei dem Lachs extrahiert. Ich will es eigentlich nicht wissen. Aber hier haben wir tatsächlich eben kein tierisches PDRN, sondern wir haben pflanzliches. Es ist nichtsdestotrotz ein sehr, sehr gehypter Wirkstoff und die Wirkung, die man sich davon verspricht und angeblich auch klinisch hat nachweisen können, ist eine wirkliche sichtbare Verjüngung der Haut. Es hilft bei der Elastizität,
bei den kleinen Linien und Fältchen sowohl einen Soforteffekt als auch einen Langzeiteffekt. Ich habe in Amerika gesehen, bei plastischen Chirurgen, dass sie, während sie ein Facelift machen, eben diese DNA der Lachse trotzdem auch schon mal initiieren, damit das, nachdem die Haut zusammengenäht worden sind, eben auch schneller heilt und diese Elastizität, dieses Aufgeplumpte dabei haben kann. Warum sage ich immer Aufgeplumpte? Plumpt. Ihr wisst, was ich meine. Aber hier haben wir keine tierische Lachs-DNA, sondern eben pflanzliche. Kosmetikstudios nennen diese Behandlung, das habe ich nicht nur auf einer Seite gesehen, sondern auf mehreren, das ist die Jugendimpfung. Das ist ja, also im Prinzip ist in dem Namen schon das ganze Versprechen dessen, was diese Lachs-DNA bringen soll, schon vereint. Hier haben wir aber eine pflanzliche Komponente, das macht das ganze Produkt auch zu einem veganen Produkt. In dem Fall wird es aus wildem Ginseng gewonnen, was scheinbar auch eine kleinere Molekülgröße haben soll, was es der Haut erleichtert, also eine bessere Bioverfügbarkeit hat und es der Haut erleichtert, das Produkt eben aufzunehmen. Er hat mich ein bisschen erinnert an, also von der Konsistenz her und wie es aussieht und sich anfühlt auf der Haut, wie, was jetzt schon alle ist, weil ich nochmal neu bestellt habe, von Tiertier, dieses Milky-Serum, ganz toll. Ich habe den Toner jetzt auch bekommen, aber erst vor 2 Tagen. Aber dieses Serum fand ich sensationell und das hat mich ein bisschen daran erinnert. Ein wirklich reichhaltiges Serum. Einige sagen tatsächlich auch, dass es ihnen reicht einzeln und dass sie danach nicht nochmal eine Feuchtigkeitscreme darüber brauchen. Ich kenne sowas nicht bei mir. Man kann nicht genug eingecremt sein. Ich brauche diesen wirklichen Feuchtigkeitskick. Es ist ein ganz tolles Produkt. Es ist jetzt nicht so viel drin, wie ich es mir erhofft habe, 30 ml. Aber es ist mir lieber, ich habe 30 ml, was wirklich Bombe wirkt bei mir, als 50 ml, was nur so Larifari ist. Das ist etwas, was ich nur abends benutze und tatsächlich auch 2 Stunden, bevor ich ins Bett gehe, damit es wirklich die Zeit hat, in meine Haut einzusinken. Kommen wir zum nächsten. Ich bin sicher, ihr habt euch schon das ganze Video genannt gefragt, Mensch, Jasmina, was hast du für einen tollen Lippenstift? Dann sage ich euch das hier. Das ist RomMD. Ich weiß nicht, ob sie so ausgesprochen werden. Ihr müsst mal gucken. Ich zeige euch mal, wie die geschrieben werden. Das ist Rom plus ND, RomMD. Eine koreanische Marke, die ich heiße und innig liebe. Das ist das Blur Fudge. Die sehen so aus. Ich habe das einmal, und das zeige ich euch wahrscheinlich jetzt gerade, habe ich gestern dieses wirklich tolle Rot benutzt. Das heißt, steht hier auf Koreanisch. Ich klicke euch das mal ein. Das Rot ist wirklich ganz toll. Ich habe mich ein bisschen, muss man fairerweise sagen, ein bisschen schwer getan mit der Applikation. Ich bin trotz alledem jemand, der wahrscheinlich immer und ewig einen Lip Liner braucht. Aber so sieht der Applikator aus. Ja, so sieht der Applikator aus und Blur Fudge sieht im Prinzip so aus, wie der Effekt, den du hast, wenn du einen Lippenstift früher drauf gemacht hast und dann machst du noch mal, tupfst du das ab. Oder ich habe früher auch tatsächlich noch mal ein bisschen Puder drüber gemacht, damit du dieses Pudrige hast. Also nicht dieses Glänzen eines Lippenstiftes, sondern dieses Pudrige, was fast so ein bisschen aussieht wie so ein Lippenstift, der schon ein paar Stunden drauf ist. Mag ich total gerne, hat ein bisschen was Natürlicheres. Ihr werdet das bei der anderen Farbe sehen. Es ist nicht ganz hundertprozentig kussecht, aber aus mir unerfindlichen Gründen hält dieser Lippenstift einfach 9 Stunden. Er wird ein bisschen weniger, am Anfang ist er tatsächlich sehr intensiv, ich sag mal die erste halbe Stunde, und dann ist es fast so, als würde er ein bisschen in eure Lippen einsinken und ihr hättet diese gepuderten Lippen für die nächsten 9 Stunden. Ich mache das häufig, wenn ich ganz fertig aussehe und ich aber gar keinen Bock habe, mich zu schminken, aber ich muss irgendwie raus. Und ihr werdet sehen, das macht so einen Unterschied, wenn du einfach nur ein bisschen auf die Lippen machst, dass da so ein bisschen Farbe ist. Das lenkt so ein bisschen davon ab, dass der Rest des Gesichts aussieht wie, weiß nicht, als hättest du 100 Stunden nicht mehr geschlafen. Ich liebe diese, ich werde sie mir noch in allen anderen Farben besorgen, weil das ist genau das, was ich eigentlich immer gesucht habe bei Liquid Lipsticks. Und bei Liquid Lipsticks hast du häufig den Effekt, dass dir das die Lippen so austrocknet. Und hier hast du die ganze Zeit dieses gut durchfeuchtete Gefühl trotzdem noch. Es trocknet dir nicht die Lippen aus. Ich liebe das. Das ist Stylevana, wie gesagt. Wenn ihr über 39 Euro einkauft, dann habt ihr sensationelle 27% Rabatt. Das kann sich keiner entgehen lassen. Ich mir übrigens auch nicht. Da werde ich mich ordentlich was einkaufen. Kommen wir zum nächsten. Ich folge einer Frau auf Instagram schon seit Jahren. Und da habe ich vor ein paar Monaten
mal ein Foto von ihr gesehen im Sportoutfit und die hatte diesen perfekten, runden Po, der so schön geliftet war und es war einfach so, und ich habe sie ganz, na neidisch nicht, aber so doch ein bisschen neidisch angeguckt. So ein bisschen so, wie ich früher Giselle Bündchen angeguckt habe, weil ich gedacht habe, kann man so perfekt sein. Aber dieser Hintern, also der hat es mir wirklich angetan und das war auch einer der Momente, wo ich dann wie verrückt wieder zum Sport gelaufen bin. Und dann habe ich die Frau vor ein paar Wochen mal wieder gesehen auf Instagram. Und in einem anderen Outfit, da habe ich nur so gedacht, die hat ja gar nicht so einen Hintern. Habe ich gedacht, ist das gefaked gewesen, so Photoshop-mäßig? Und habe ich mir gedacht, vielleicht war es einfach die Hose. Dann bin ich zurückgegangen zu dem Post und habe mir das angeguckt. Die Hose, die sie anhatte, war von Halara. Hatte ich bis dahin noch nicht gehört. Dann bin ich auf die Seite gegangen und habe mir genau diese Hose in einer anderen Farbe, damit es nicht so auffällt, besorgt. Die habe ich mit aufgenommen. Das zeige ich euch jetzt. Und das ist jetzt wirklich ohne Übertreibung. Ich habe noch eine andere von denen. Ich habe noch nie so geile Workout-Hosen gehabt. Und damit meine ich, dass es, du hast manchmal, ich zeige euch die jetzt erstmal. Das ist, wen überrascht, ich liebe ja, wie ihr wisst, rote Hosen. Die sieht so aus. Und ich klicke euch das jetzt ein, wie ich sie anhatte. Sie hat drei sensationelle Komponenten. Sie hat hier Taschen an der Seite, was ich klasse finde, wenn ich mal draußen laufe und ich muss mein Telefon irgendwo reinmachen oder wenn ich im Urlaub bin und ich muss meine Zimmerkarte reinmachen oder ich brauche 3 Euro irgendwie fürs Parkhaus. Also Taschen sind da auf jeden Fall drin. Das ist Punkt 1. Punkt 2, und das, ich weiß gar nicht, ob Punkt 2 oder Punkt 3 mir am allerbesten gefallen hat. Du hast eben, und das war nämlich das Geheimnis von der Frau, du hast hier diese Naht, die so günstig verläuft, dass es aus jedem Hintern einen besseren macht, es tut mir leid, ich muss es so sagen, als er ist ohne die Hose. Er betont eben die kleinen Pobacken, er liftet sie ein bisschen, er macht einfach den perfekten Hintern für mich. Ich bin ja nun, ich weiß, dass ich im Moment ja zu schlank bin, ich müsste mal wieder ein paar Kilo drauf bekommen. Und dann ist das Ungünstige immer im Gesicht. Du siehst halt gerade ab einem gewissen Alter nicht mehr. Das sieht das nicht toll aus. Aber vor allen Dingen auch, du magst zwar eine schlanke Taille haben, aber du hast dann auch so einen Hintern. Das ist jetzt bei mir noch nicht der Fall. Aber ich habe jetzt nicht diesen kleinen Apfelhintern, den ich gerne hätte. Aber mit dieser Hose habe ich den. Und ich muss mich wirklich zurückhalten, solche Hosen nicht von morgens bis abends zu tragen, weil ich einfach immer diesen Hintern haben will. Kommen wir zum dritten Punkt. Und das habe ich wirklich in einer Workout-Hose noch nie gehabt. Du hast entweder die, gibt's ja auch noch andere, die sich um eine schöne Po-Form kümmern, oder du hast die, die so ein bisschen diesen Bauch Halteeffekt haben. Die Hose hat wirklich beides. Du hast auch wirklich eine große Fläche. Manchmal habe ich so Hosen gehabt, wo halt du diese Fläche hattest, ne? Also von, weiß nicht, 8 Zentimetern, die so ein bisschen fester war. Das hat dann erst recht den Bauch so ungünstig betont, weil du dann darunter so eine, ne, weil es hat es dann nach unten gedrückt und dann hast du da unten so eine Wurst gehabt. Auch nicht Sinn der Veranstaltung. Das hat wirklich einen sehr breiten Bauchweg-Effekt und es formt wirklich. Es formt deine Hüften, es formt deine Taille, es sieht super aus. Ich habe es geliebt. Dazu habe ich mir das Oberteil gekauft. Ihr seht, es ist nicht ganz in derselben Farbe. Das ist aber auch in Ordnung für mich. Ich brauche ja kein Dress unbedingt, was Ton in Ton ist. Und es ist auch eines meiner ersten Produkte, glaube ich, die so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen stylischer ist. Ich bin ja normalerweise, ja, Hose, Oberteile. Und das Oberteil soll vor allen Dingen auch nur schön meine Brüste halten, gerade wenn ich laufe. Das ist das Erste, was so ein bisschen stylischer ist. Das sieht so aus, hat einen angenehmen Stretchanteil, nicht zu viel. Das hat wirklich viel Stretchanteil. Auch in den Beinen hat es viel Stretchanteil. Und das ist toll, weil es dir die Beine eben formt. Hier, das ist das perfekte Oberteil für mich, damit ich nach dem Sport, wenn ich da nochmal zu Rewe muss, nicht absolut bescheuert aussehe, sondern was sozusagen noch einen kleinen Styling-Effekt hat. Werde ich mir noch in einer anderen Farbe holen, was ich auch von denen habe. Und ich glaube, das ist meine Lieblingshose von denen. Das ist die graue Hose. Ich habe die angezogen und habe gedacht, die hat all das, was ich eben von der roten Hose erzählt habe. Die sieht so aus, aber ich weiß nicht, ob man das sieht oder ob man das jetzt sieht, was ich mache. Da sieht es fast so aus, als würde sie die Pobacke wirklich so
ansaugen und liften. Es hat hier unten, und das merkst du vor allen Dingen, wenn du sie anhast, hat es noch eine Verstärkung, so dass wirklich die Pobacke gar keine Chance hat, nach unten zu sacken, sondern sie wird, ob sie will oder nicht, angehoben. Das sieht so toll aus, Leute. Und ich weiß auch nicht, das hat auch was mit den an der Seite, ne? Seht ihr das? Da gibt so einen etwas breiteren Stream an der Seite. Das gibt dem Ganzen noch so eine schöne Silhouette, so eine Form. Macht das Bein optisch auch noch mal so ein bisschen schlanker. Und von vorne sieht das so aus. Und dann haben wir auch noch mal so eine Applikation oder so ein Ornament. Auch hier haben wir wieder wirklich diesen breiten Effekt um den Bauch und die Hüfte. Und ja, weiß ich nicht. Ich sag euch ganz ehrlich, selbst wenn ihr keinen Sport macht, ne, das Ding unter irgendwie einer, weiß nicht, irgendwie unterm Kleid oder unterm Rock oder so, wenn ihr überhaupt gar kein Typ seid für Shapewear oder so, da sagt, ich brauche einfach nur etwas, was so ein bisschen meinen Bauch so ein bisschen eintakt, dann würde ich sowas da drunter anziehen. Es ist absolut genial. Ich habe mir noch zwei andere Sachen gekauft. Ich muss mal gucken, ob ich sie euch einklicke. Eine Hose, und das ist so schade, schwarze Hosen sind absolut unspektakulär, sag ich mal, im Video. Aber ich habe eine Hose gesucht, die lässig aussieht, die cool aussieht, die man kombinieren kann, auch mit Turnschuhen. Ich zeige euch das wahrscheinlich gerade, aber die trotzdem bequem ist und trotzdem nach was aussieht. Also die könnte ich anstatt mit Turnschuhen auch mit High Heels. Hat einen ganz tollen Fall. Ich mochte den Stoff sehr, sehr gerne. Ich habe es aus der Verpackung genommen. Es musste gar nicht gebügelt werden. Es fällt eben ganz toll und ist ultra bequem. Das ist die schwarze Hose. Und dann habe ich mir sagen lassen, wofür die total bekannt sind die Jeans Leggings. Und da habe ich mir mal eine in Schwarz gekauft. Und die sieht so aus, also das ist oder so ein Anthrazit ist das, ja. Die sieht so aus, hat hinten zwei Taschen, das zeige ich euch wahrscheinlich jetzt auch gerade. Das ist wirklich auch etwas, was super bequem ist, was auch nochmal so ein bisschen euch, ja, so einen kleinen Shape gibt, aber jetzt nicht zu viel. Super bequem, hatte ich gestern den ganzen Tag an, mochte ich super gerne, werde ich mir wahrscheinlich auch noch in Blau holen. Halara hat natürlich auch einen super Code zu Black Friday. Alle Infos, wie viele Prozente das sind und wann ihr einen 20% Gutschein habt und wo ihr nochmal 5 oben drauflegen könnt mit meinem Code, das werdet ihr alles finden unten in der Infobox. Schaut euch da mal um, also wirklich gerade die Sportsachen und die Hosen haben mich total begeistert. Viel mehr habe ich bisher auch noch nicht ausprobiert, werde ich auf jeden Fall. Aber falls ihr das Label kennt, dann sagt mir mal, was ihr davon besorgt habt. Ganz toll. Kommen wir zum nächsten. Ich habe euch ja gesagt, dass ich in dieses Video vor allen Dingen Leute reinnehme, die besten Rabatte geben. Und eines der besten und höchsten Rabatte hat eine meiner Lieblingsmarken, und zwar ist das Sleep & Glow. Deshalb werde ich auch nicht müde, darüber zu reden, weil das eigentlich mein Number One Tool ist, wenn es darum geht, gut zu schlafen. Ich habe euch vorhin gesagt, wie wichtig guter Schlaf ist. Du kannst die tollsten Cremes haben, wenn du nicht vernünftig schläfst, deine Schlafqualität nicht gut ist. Nicht nur, was die Anzahl betrifft, sondern vor allen Dingen auch, wie du schläfst. Und mit wie du schläfst, meine ich, dass die Falten, die du hast, sich unterscheiden in Falten, die sein müssen, weil du irgendwann älter wirst und man das nicht aufhalten kann, die Falten, oder die Falten, die du dir selber antust, weil du nicht vernünftig schläfst. Mit einem Kissen, was ein herkömmliches Kissen ist, liegt deine Haut so, dass sie eben den ganzen Tag, seht ihr das? Welche Falten an den Augen, auch häufig hier oben an der Stirn, das ist die ganze Nacht macht ihr das. Das ist so, als würdet ihr, ja weiß ich nicht, den ganzen Tag so einfach liegen. Wenn ihr so sein, dann würdet ihr ja, diese Zornesfalten würden irgendwann nicht mehr verschwinden. Das machen wir natürlich nicht, weil sich unser Gesichtsausdruck verändert. Aber im Schlaf verändert sich gar nichts, wenn du da 4 Stunden auf der einen Seite und 4 Stunden auf der anderen Seite liegst. Und Sleep & Glow hat eben Kissen erfunden, in Zusammenarbeit übrigens mit Orthopäden, die nachweislich, und das ist nicht das, was ich sage, sondern was eine klinische Studie ergeben hat in Barcelona, wenn du das machst, dass sich die Faltentiefe wirklich reduziert. Also, und zwar, das ist das Kissen. So, das ist das. Ich habe euch jetzt mal das herkömmliche Kissen gezeigt. Ich zeige euch jetzt nochmal das andere, wenn Kissenbezug da drüber ist, weil man das hier ganz gut sieht. Dadurch, dass hier eine Einkerbung ist, ja, ist es so, dass das Gesicht, seht ihr das? Mein Kopf liegt hier drauf, aber hier ist nichts mehr eingedrückt. Hier sind keine Falten mehr. Das heißt, mein Gesicht schwebt praktisch in der Luft, so dass am nächsten Morgen nichts entknittert werden muss, weil ich ja so liege. Weder am Kinn, weder am Kopf oder hier an den Wangen. Und das ist
trotzdem super für Seitenschläfer. Am allerbesten wäre es natürlich, du würdest auf dem Rücken schlafen. Dafür ist dieses Kissen auch toll. Aber die Orthopäden haben sich eben auch Gedanken gemacht, wie ist das für Leute, die es ja auch nicht verhindern können, so wie ich, die mit den besten Absichten auf dem Rücken einschlafen, aber nach einer Stunde sich irgendwie umdrehen. Da haben sie dieses Kissen entwickelt. Sleep & Glow hat jetzt aber ein Seiden-Kupferkissen entwickelt und das ist dieses hier. Und Kupfer tötet tatsächlich fast 90% aller Bakterien, die wir auf dem... Ihr wisst gar nicht, was für eine Bakterienschleuder so ein Kopfkissen. Und selbst wenn ihr das religiös einmal die Woche irgendwie wascht, wie viele Bakterien sich da trotzdem ablagern. Also gerade auch, wenn du die tagsüber mal zwischendurch auf dein Bett legst oder so. Oder meine Kinder sich mal hinlegen und sich vorher eben nicht das Gesicht gewaschen haben. Dann bleibt ganz viel in so einem Kopfkissen drin. Und dieses Kupferbezug oder dieser Kupferbezug ist eben einer, der dafür sorgt, dass 90% aller Bakterien oder 99% aller Bakterien abgetötet werden. Wie gesagt, ich bin nicht die Einzige, die diese Begeisterung hat. Ich glaube, die Mädels oder die Frauen, die an dieser klinischen Studie teilgenommen haben, 3 Monate in Barcelona, um zu gucken, was wirklich passiert, wenn jemand vorher auf einem herkömmlichen Kissen geschlafen hat und 3 Monate lang auf diesem Kissen geschlafen hat, waren es 87% aller Probandinnen, die gesagt haben, nicht nur gesagt haben, sondern wo man wirklich einen signifikanten Unterschied von der Faltentiefe messen konnte. Und ich sage es nochmal, 15% gibt Sleep & Glow eigentlich nie. Also für jeden, der immer schon mal dieses Kissen haben wollte oder ausprobieren wollte, jetzt ist der Moment. Jetzt ist Black Friday, jetzt gibt's 15%. Viel Spaß beim Shoppen. Kommen wir zum letzten, glaube ich. Und als letztes möchte ich nochmal in eigener Sache sprechen und einmal kurz darauf hinweisen, dass ich, glaube ich, einer der wenigen Content-Creator bin, die ihr eigenes Produkt auf den Markt gebracht haben und nicht alle 2 Wochen euch damit penetrieren, dass ihr das bitte kaufen sollt. Woran liegt das? Es liegt vor allen Dingen daran, dass ich so überzeugt bin von meinem eigenen Produkt, dass ich glaube, es braucht gar nicht so viel Werbung. Heute stelle ich euch das nur noch mal vor oder lege es euch ans Herz, weil wir eine Aktion haben zu Black Friday, also Chichi und ich. Und deshalb zeige ich euch noch mal mein kleines Baby, meine Beauty Ampoule. Die habe ich letztes Jahr auf den Markt gebracht. Es ist ein für mich das beste Hyaluronserum, weil ich genau das konzipiert habe zusammen mit Lucy, was ich von einem Hyaluronserum erwarte. Wir haben hochmolekulare und niedermolekulare Hyaluronsäure. Das bedeutet, du hast den Soforteffekt der hochmolekularen, große Molekülgröße, legt sich auf die Hautoberfläche und viele sagen mal, ja, wann bringt das doch gar nichts? Doch, Feuchtigkeit auf der Hautoberfläche sorgt auch schon dafür, dass weniger Feuchtigkeit vaporisiert von außen. Es hilft bei dem transdermalen Wasserverlust. Aber wir haben auch niedermolekulare Hyaluronsäure verarbeitet, die wiederum kleinere Molekülgröße hat und tiefer in die Haut eindringen kann und dort die Haut sozusagen von innen befeuchtet und von innen die Feuchtigkeit bindet. Das ist ja das, was ihr wollt. Alle Feuchtigkeit, die da reinkommt, trifft auf die Hyaluronsäure, auf diese niedermolekulare und bindet dort dann das Wasser. Das brauchen wir, weil je älter wir werden, desto weniger kann unsere Haut das selber machen. Es ist aber vor allen Dingen auch ein Hyaluronserum, was wir für die Haut entwickelt haben, was aber genauso gut für die Haare ist. Und ich war mir am Anfang unsicher, ob Leute so ein Allround-Produkt überhaupt für ihre Haare ausprobieren würden. Aber ich kann euch gar nicht sagen, wie viele Leute mir gesagt haben, das ist das Beste, was ich jemals meinen Haaren, die Spitzen, was ich denen antun konnte. Es gibt Leute, die das wirklich nur für die Haare benutzen, weil sie das so toll finden. Also, wie gesagt, Hyaluronsäure ist da drin und pflanzliches Kollagen. Das möchte ich euch einmal erklären. Kollagen ist ein Protein, was tatsächlich nur in Menschen und in Tieren vorkommt. Ich habe euch in meinem Kollagen-Video auch schon mal erklärt, du kannst Kollagen nicht von außen zuführen. Was du tun kannst, ist Produkte, Inhaltsstoffe zuführen, die die Kollagenproduktion ankurbeln. Also die sozusagen das Signal an den Körper senden, oh, du musst mehr Kollagen produzieren. Unsere Kollagenproduktion geht ja runter ab dem 25. Lebensjahr oder 20. Lebensjahr, wird es sukzessive immer weniger mit ganz vielen unserer eigenen, körpereigenen Prozesse. Das heißt, du musst etwas hinzuführen und das ist bei einem pflanzlichen Kollagen der Fall. Es ist eine Kombination aus verschiedenen Aminosäuren, die dem körpereigenen Kollagen sehr ähnlich sind und ihm dann sozusagen signalisieren, ah, okay, ich muss die eigene Produktion Kollagenproduktion und Elastinproduktion wieder ankurbeln. Von daher, wenn ihr auch irgendwo lest, veganes Kollagen, dann ist das eigentlich ein
Das ist nicht ein Paradoxon, das ist ein Oxymoron. Habt ihr davon schon mal gehört? Ein Oxymoron sind Sachen, die in sich selbst sich schon widersprechen, so wie bitter-süß, ein offenes Geheimnis. Das sind Oxymoron, wo du sagst, kann gar nicht sein. Und ein veganes Kollagenprodukt geht nicht, Oxymoron. Wir haben Multipeptide und da habe ich auch schon mal gesagt, aus meiner Sicht ist diese ganze Peptide-Frage im nächsten Jahr auch nochmal, 2025 wird das ein ganz großes Thema sein. Es werden mehr Produkte auf den Markt kommen, die sich vor allen Dingen auf Peptide fokussieren. Das sind auch kleine Aminosäureketten, die eben genau das tun, was ich eben gesagt habe, die Kollagen- und Elastinproduktion nochmal anzukurbeln. Es werden immer mehr Produkte auf den Markt kommen, die ähnlich wie das, was ich eben von Epigenics erzählt habe, eigentlich dem Körper helfen, das, was sie an Reserven haben, nochmal zu mobilisieren und zu produzieren. Es stärkt aber auch noch, die Multipeptide stärken aber auch nochmal die Hautschutzbarriere. Es hilft bei Rötungen, es hilft bei Juckreiz, es beruhigt die Haut und es hilft aber auch nochmal der Haut, die Feuchtigkeit, die sie hat, im Körper besser zu binden. Hagebuttenkernöl, das ist aus meiner Sicht der Star-Inhaltsstoff in unserem Produkt und in Kombination mit Hyaluron ist das tatsächlich ein Match made in heaven. Das gibt auch dem Produkt ein bisschen die Farbe und das Hagebuttenkernöl ist auch das, was so angenehm riecht. Ich habe auch immer wieder gehört, Mensch, da sollen ja gar keine Duftstoffe drin sein. Sind's auch nicht. Also die natürlichen Stoffe sind auch manchmal die den Duft geben, aber das sind keine künstlichen Inhaltsstoffe, darauf haben wir komplett verzichtet. Hagebuttenkernöl enthält reichlich Linolsäure. Das ist das, was der Haut wirklich dieses tolle, durchfeuchtete, geile Gefühl gibt, dieses samtige Gefühl und zwar ohne, dass die Haut klebrig ist oder fettig ist, sondern wirklich nur dieses satte Gefühl hinterlässt auf der Haut. Es stärkt die Hautschutzbarriere, es fördert die Heilung, die Zellregeneration. Es ist reich an Vitamin C, es ist reich an Vitamin E. Es ist wirklich ein Jahrhundertprodukt, man kann es nicht anders sagen. Und ich bin so froh, dass ich es entwickelt habe, zusammen mit Lucy. Und jetzt kommen wir zu dem sensationellen Angebot. Bei jedem Kauf, einer Beauty Ampoule bekommt ihr aus derselben Serie sozusagen von Sir Rose die Day Booster Cream Hydrating and Energizing. Ähnlich in den Inhaltsstoffen, hat aber hier auch noch eine ganze Portion an Panthenol, was nochmal dazu beiträgt, dass die Haut nochmal geheilt wird, die Zellregeneration angestoßen wird. Panthenol liebe ich, weil es das auch ist, was langfristig ein Feuchtigkeitsdepot in der Haut anlegt, was sehr heilend ist. In allen Heilsalben habt ihr eigentlich Panthenol enthalten. Ich liebe das als Stoff. Trotz alledem ist es eine sehr, sehr leichte Creme, die sehr schnell einzieht, aber trotzdem sehr effektiv ist. Du hast ja häufig bei Cremes, die schnell einziehen, hast du so das Gefühl, sie haben nichts für deine Haut getan. Nicht so bei dieser Tagescreme. Die Kombination miteinander, das bekommt ihr alles zusammen. Wenn ihr nur das kauft, bekommt ihr beides zusammen. So, ihr Süßen, das war's. Guckt mal auf der Seite von Chichi Chiri. Ich liebe sie, weil sie wirklich ganz, ganz hochwertige, tolle Marken haben. Sie haben Marken, wo sie der einzige Vertreter in Deutschland und vielleicht auch in ganz Europa sind. Ich sag nochmal, Lucy geht auf die Reise 3, 4, 5 Mal im Jahr nach Korea und geht in die Firmen und geht in die Labore, guckt sich das an, spricht mit den Herstellern, spricht teilweise mit den Kosmetikern, die hat Marken, die habe ich vorher noch nie gesehen und nirgendwo anders bekommen. Ich habe ja letztens nochmal Lock-in Forest euch vorgestellt. Oh, ich liebe die, ne? Das sind Body Creams und das ist wirklich, kennt ihr so dieses Prinzip, wenn ihr so ein Parfum habt, was ihr sagt, das ist so toll, aber so exklusiv und exquisit, das benutze ich nur irgendwie zu ganz besonderen Gelegenheiten. So geht's mir mit Lock and Forest, mit diesen beiden Körpercremes, Body Butter und das und dem Jelly Pop. Ganz toll. Schaut euch da mal um, die haben tolle Angebote auch zu Black Friday, aber das tollste Angebot ist halt das, was ich euch gerade genannt hatte mit meiner Beauty Ampoule. Also ihr Süßen, viel Spaß beim Shoppen bei Black Friday. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich küsse euch ganz doll. Bis nächste Woche. Ciao.